Herzlich willkommen, ich spiele gerade mit Sex for Alliance und das zeige ich euch mal, was auf meinem Kanal demnächst groß sein wird, nämlich nicht viel mehr, eher weniger. Ich habe 9 Klausuren, 2 einbelegt, 2 Leistungsnachweise und 2 Projekte noch vor mir, die bis ich zum größten Teil von dem Projekt noch ein bisschen mehr Zeit bis zum März noch abgeben, bis Ende März abgeben muss, teilweise noch früher. Früher und nebenher halt auch noch für Klausuren lernen und so weiter. Das kostet dann ein bisschen Energie. Ist anstrengend und auch wenn das Paint Spaß macht, kostet das natürlich auch Energie und Zeit vor allem. Das heißt, ich sollte euch mal darauf einstellen, ist relativ wenig in nächster Zeit bei mir los sein wird. Bin ich jetzt doof, da ich gerade erst mit The Witcher angefangen habe und eigentlich gleich auch Free Space nochmal aufnehmen wollte. Da habe ich gerade Lust drauf. Das heißt, wenn ich da nicht vorher noch einschlafe, aber wer braucht schon Schlaf? Ja, ansonsten wollte ich vielleicht mal nochmal Bescheid sagen, dass ich jetzt offiziell mein kleines Sarkasmus-Satire-Reihe zumindest erstmal wirklich absolut stoppe und pausiere, weil die letzten Videos haben mir selber nicht so gefallen und ja, ich hätte zwar noch ein paar Ideen, aber ich komme halt einfach nicht dazu, um halbwegs aktuell mit der Entwicklung bei zu bleiben und mich über den Wahnsinn unserer Welt weiter lustig zu machen. Und meine Einstellung ist ja eigentlich, wer diese Welt noch ernst nimmt, der kann selber nicht mehr so ganz normal sein. Aber gut. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich wollte noch ein paar TIE Fighter abschießen mit einem TIE Fighter. Ja, damit zeige ich dann mal, wir sehen uns hoffentlich wieder. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich momentan so wenig Zeit habe. Auch weniger als sonst. Ich bedanke mich für alle, die trotzdem bei mir immer wieder reinschauen. Ich hätte mal auch gerne noch ein bisschen mehr Feedback zu The Witcher, wer sich es angeschaut hat. Ich weiß, dass ich da manchmal ein bisschen noch rumstotter. Ich hoffe, das wird noch besser. Was wäre es dann eigentlich, was ich sagen wollte? Ja, dann sage ich doch einfach mal Tschüss und wer will, kann sich vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Gameplay hier anschauen. Aber ich finde, das ist mal nicht viel rumfassend. Ich will ja nur schießen. Leute aus dem Himmel pusten. Nieder mit dem Imperium! Moment mal. Ist ja mein TIE Fighter. Also wer jetzt, nicht mehr weiter zuschauen will und sich nur die Infos anschauen wollte, kann abschalten. Ich werde jetzt eigentlich nur so ein bisschen Gameplay hier zeigen. Von X-Wing Alliance mit dem Grafik-Upgrade von Fans natürlich wieder gemacht. Sieht natürlich nicht ganz so fancy aus wie das von Free Space. Es sind nur ein paar Modelle ersetzt, aber ist schon ganz cool. Ach, und vielleicht noch die kleine Easter Egg-Info. Die X-Wing-Serie ist dann nach Free Space geplant. Also ich habe die ersten Teile noch nie gespielt, ich habe nur X-Wing vs. TIE Fighter und X-Wing Alliance gespielt. Aber das muss ich mal nachholen, dass ich TIE Fighter und X-Wing spielen werde. Whee! Das ist nur so ein kleiner Skirmish-Modus, deswegen springen hier nur TIE Fighter rum und schießen sich gegenseitig. Da fliegt ein Boxbeutel. Aber ja, keine vernünftigen Anzeigen, wo man selber unter Beschuss steht. Außer die über dem Fadenkreuz, die gerade nicht aufblinken. Wir müssen jetzt noch 5 Minuten hier Dinge abschießen. Und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Aber sehr wahrscheinlich ich.
gar nicht, ob die Multiplayer-Server für das Spiel noch existieren. Ich glaube, man konnte ja noch weitaus variantenreichere Missionen einstellen, aber ich habe mich noch nicht so sehr mit dem Skirmish-Modus beschäftigt. Aber Dinge abschießen ist immer spaßig. Ist das Alderaan? Nö. Das ist der Alderaan. Hatte der gerade ein Schwein? Spät geschossen. Wenn ich den jetzt verfehlt hätte, wäre ich echt traurig gewesen. Der hat auf uns abgesehen. Hier geblieben. Es waren noch nie für ihre Lebensdauer bestanden. Da steht es ja noch auf uns. Mich, wir, was auch immer. Ah, der hat ja ein Glück.